Es gibt viele Charaktereigenschaften, die erfolgreiche Menschen von unerfolgreichen Menschen unterscheiden. Einer der wichtigsten Punkte, wie ich finde, ist ein Konzept, was ich die Umsetzungsgeschwindigkeit nenne. Wenn du Informationen oder eine neue Idee hast oder etwas Neues lernst, dauert es eine gewisse Zeit, bis du das verarbeitest und bis aus diesem Gelernten eine Aktion entsteht oder wo du das quasi jemandem weitererzählst. Diese Zeit, die zwischen Idee, neuer Info und Umsetzung, die Zeit dazwischen ist eben die sogenannte Umsetzungszeit. Und je schneller du bist, um die Sachen umzusetzen, umso höher ist deine Umsetzungsgeschwindigkeit. Und erstaunlicherweise, eins der wichtigsten Dinge, die viele erfolgreiche Menschen haben, ist eben, dass diese Umsetzungsgeschwindigkeit ziemlich kurz ist. Das heißt, sie lesen was Neues, haben eine neue Idee, lernen was Neues durch Videos, durch Bücher, durch verschiedene Sachen. Und sie nehmen die Information sofort und können es sofort umsetzen. Und Leute, die meistens ziemlich langsam sind mit Innovation und mit Persönlichkeitsentwicklung oder im Business, die brauchen ewigst lang, beziehungsweise viele sogar, die haben lernen was Neues und setzen es am Ende nie um. Und das sind die Leute, die meistens dann scheitern. Woran liegt es, dass wir so schwer sind, die Sachen umzusetzen? Letztendlich ist es wieder die Angst, nämlich die Angst zu scheitern und die Angst, dass das, wenn wir das machen, dass das was schief geht und dass Veränderung ist immer relativ schwierig. Und unser Geist und unser Gehirn versucht uns immer auf einen geraden gewohnten Weg zu halten. Deswegen fällt es uns so schwer, uns zu verändern und neue Sachen zu probieren. Aber wenn du erfolgreich sein möchtest, ist dieses Probieren eben das Wichtigste. Das heißt ja nicht umsonst, aus Fehlern lernt man. Und je mehr du Fehler machst, umso mehr Informationen sammelst du und umso besser kannst du deinen Weg zu deinem Ziel hin eben optimieren. Information aus Büchern ist schon schön und gut, aber letztendlich die wirkliche Information, die du haben möchtest, ist eben die Information aus der Realität. Und die Realität, also dein Umfeld, das, wie du mit Menschen umgehst, wie die Informationen, die von außen kommen, das ist das, was eigentlich am wichtigsten ist. Und anhand dessen du dich dann weiterentwickeln kannst. Aber dazu musst du erst einmal die richtigen Sachen tun, die dann wiederum die Ergebnisse erzeugen oder vielleicht die Fehler und die dir dann die Informationen geben. Die Mindset-Änderung solltest du immer haben, dass du dir nicht denkst, okay, es geht entweder gut oder schlecht, sondern es ist wurscht. Du kriegst so oder so Informationen. Und wenn du Biografien liest von erfolgreichen Menschen, das ist immer dasselbe. Die sagen, die machen an sich keine Fehler, sondern es ist nur Information. Und die können quasi ihr eigenes Ego, das eigene Gefühl, dissoziieren von dem, was ihnen passiert. Und das ist eine ziemlich wichtige Fähigkeit. Weil ich weiß es selber, wenn man was macht und es läuft nicht gut, dann. Es tut in der eigenen Seele in einer gewissen Art und Weise weh. Und deswegen machen wir es ja nicht. Also deine Aufgabe für die nächste Zeit, wenn du Videos schaust, wenn du Bücher liest, schreib dir die Sachen, die was du umsetzen kannst, auf. Weil nur Information hilft dann nicht sonderlich viel, wobei ich dazu auch noch was sage. Sondern die Sachen, die du umsetzen kannst, schreib dir die auf und mach dir einfach aus Gewohnheit, die möglichst schnell umzusetzen. Du musst das ja nicht für immer machen. Wenn du zum Beispiel liest, dass im Bereich Fitness, dass Bodyweight-Exercises gut sind. Wenn du das liest, wenn du fertig bist mit Lesen, mach zwei, drei Liegestütze. Einfach nur, um das zu trainieren, einfach nur, um du diesen Muskel des sofortigen Umsetzens zu stärken. Oder wenn du coole Informationen liest, etwas, was dich interessiert und was sagt, na, das ist interessant, dann machst du zur Gewohnheit der nächsten Person, der du begegnest oder mit der du dich unterhältst, davon zu erzählen oder mach einen YouTube-Kanal und erzähl die Sachen einfach zur Kamera. Nicht wegen die Leute, die das anschauen, sondern wegen dir selber, damit du diesen Muskel in deinem Hirn ordentlich stärkst und damit das, was reinkommt, sofort wieder umgesetzt wird. Weil je schneller diese Umsetzungsgeschwindigkeit in dir funktioniert, je kürzer die Zeit ist, umso mehr Informationen bekommst du und umso mehr lernst du, umso mehr kannst du wieder umsetzen und du beschleunigst quasi
deine eigene Entwicklung um einiges mehr, als wenn du nur sagst, ah, jetzt habe ich das gelernt, jetzt denken wir mal drüber nach, meditieren wir mal drüber, lesen wir vielleicht was anderes drüber, schauen wir uns da ein Video an, lesen wir mal das. Und letztendlich machst du nichts. Und ich war das größte Opfer von dieser dämlichen Angewohnheit, dass ich immer überlegt habe, war der Kopf, habe nachgedacht, aber ganz selten habe ich dann was umgesetzt. Und jetzt rächt sich das halt. Und ich merke halt einfach, dass mir jetzt fehlt die quasi das Training vom ordentlichen Reinforcement, wie man so schön sagt. Nicht so schlimm, aber trotzdem ist es merkbar. Deswegen schau, dass du die Dinge, die du lernst, einfach sofort umsetzt, auf irgendeine Art und Weise. Nur um nicht in die Gefahr zu kommen, einfach ein Theoretiker zu bleiben. Und zwar viel zu wissen, viel erzählen zu können, aber letztendlich die Sachen nicht umsetzen kannst. Und vor allem auch nicht die Verbindung zwischen Gelernten, die Verbindung zwischen Theorie, Ideen und der wirklichen Welt zu haben. Weil das ist nämlich auch das Wichtigste. Dadurch, dass du die Ideen hast und sie vergleichst mit dem, was kommt, mit der richtigen Welt, werden sie nicht nur besser in deinem Kopf eingespeichert, sondern du kannst sie exakter dann auch hernehmen. Wenn du zum Beispiel was liest über Marketing und du sitzt das nicht um, dann bleibt das ein abstraktes Konzept. Aber wenn du es austestest und merkst, aha, okay, dann passiert das und das, dann ist deine Information, die du im Kopf hast, um einiges exakter und um einiges besser für dich später dann auch vom Nutzen zu sein. Weil du genau weißt, aha, okay, ich habe die Information und die kann ich so und so umsetzen. Ansonsten kannst du das nicht, weil dir eben die Referenzerfahrungen fehlen. So viel dazu. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mal einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Ciao und ich bin jetzt einmal im schönen Wetter.